Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und hier explodiert schon einiges, denn es geht gleich richtig rund auf der Karte. Charkov und der IS-6 wird heute bewegt vom Noob-Trainer. Noob-Trainer, vielen Dank an der Stelle für das ganze Replay. Und hier werden wir jetzt eine wirklich schnelle Action sehen. Die ganze Runde hat 4 Minuten 28 Sekunden gedauert, also wirklich ein Quickie im allerbesten Sinne. Natürlich hat er hier das schöne Matchmaking, denn er ist hier im 9er, wobei das auch gleichzeitig das höchste Matchmaking ist, was er eigentlich haben kann. Also von dem her eigentlich so gar nicht so schön. Aber, naja, man kommt auch gegen 3 9er schon mit dem IS-6 an. Schlimmeres Matchmaking kann man gar nicht haben, in Anführungszeichen. Weil, wie gesagt, der Panzer sieht ja kein Tier 10. Höchstens Tier 9 sieht er. Und der T25-2, der merkt das schon direkt so, hoppala. Der IS-6, der ist gar nicht so geil als Gegner. Da hau ich doch mal lieber ab. Aber jetzt ist er einfach zu lange hier vorne geblieben. Und jetzt denkt er sich, ach, wenn ich schon hier bin, dann nehme ich doch jetzt einfach mal die Leiche als Schild und gehe jetzt mal auf die Su. Und auch die kriegt er sofort den Hit ab. Und jetzt der AMX macht hier schön einfach erstmal hinter der Leiche bleiben. So, AMX wird oben drauf geballert und da sieht man schon 429. Der Alpha-Schaden ist halt jedes Mal gut. Tiger 1 trifft ihn jetzt hier aber. Muss er aufpassen. Kette vorne. Unangenehmes Ziel dann für ihn, sofern er so stehen bleiben würde. Aber alles gut. Kette ist wieder heil. Jetzt geht's auf den Tiger drauf. Muss aufpassen hier von hinterhalb. Da wird man ganz gerne mal beschossen. So, jetzt hat er Schönes mit seinem Super Pershing abgesprochen. Nicht, dass der Super Pershing plötzlich hinterfährt. Und der Super Pershing wird von da beschossen, wo ich es gesagt hatte. So, jetzt war es knapp. Wäre in seinen Mate fast reingefahren, aber alles gut. Und schon 4 Kills. Nach gerade mal 2 Minuten Spielzeit. 2600 Damage. Und jetzt hier. Oh, da kommt natürlich nochmal ein Brummer. Der Patriot ist eigentlich schon eine Hausnummer, aber in dem Fall hat er ja kaum Hitpoints gehabt. Also von dem her halb so wild. Und weiter geht's Richtung Gegner. Der M103 war da zuletzt gesehen. Also der könnte jetzt da. Da ist er schon. Der ist nicht weit weg. Und dahinter ihm der Skoda T50. Auch den muss man wirklich fürchten. So, der Skoda. Der wird aber jetzt sofort schon behakt. Der will wiederum auf den VK gehen. Dementsprechend hier für ihn kein Problem. Auto-Aim ist drin. Auch muss er nicht. CDC jetzt der nächste. Zack, 344. Einfach mal kühl und schmutzig schon fast reingedrückt. So, erstmal jetzt noch den CDC weg. Da kriegt es nochmal ein. 4100 Schaden. Es sind gerade mal 3 Minuten 50 gespielt. Kann man machen. Ne, 2 Minuten 50 sogar nur. Ach, was macht schon die Minute? Scheiß der Hund drauf. 9 zu 5 steht es auch schon für sein Team. Jetzt haben sie sich zusammen schon 7 Kills erarbeitet, die beiden Jungs. Ein tödliches Duo, kann man schon fast sagen. So, die letzte normale Granate. Danach heißt es Premium weiter. Da der RV, der weiß noch gar nichts von seinem Glück. Denkt sich, hoppala, was ist denn da? Aber der nimmt erstmal den Tiger. Nee, doch nicht. Weil Tiger steht zu weit unten. So, jetzt ist er doof gekettet. Da muss er reparieren. Hat er natürlich gemacht, weil das würde zu viel Schaden bedeuten. So, jetzt ist erstmal der RV weg. 4700 Damage, sein 5. Kill. Die Frage ist noch, kriegt er seinen Krieger dann noch ab? So, der ist nochmal platziert. So, und jetzt geht jeder auf den Tiger drauf. Aber könnte noch hier, da denkt er sich, oh, ich bleib nochmal da. Vielleicht der Krieger. Ja, genau, sehr schön gewartet. Dann einfach noch den Schuss abgewartet und dann war der Krieger schon da. Jetzt kommt der M103. Der wartet hier auf sein Futter, aber die Frage ist, wer ist hier das Futter? Schön nochmal den M103 direkt gekettet. Wird hier auch schon gekappt, noch 8 Sekunden. So, 5 Sekunden, 4, 3 und jetzt ist auch nur noch der AMX am Leben und da ist die Runde auch schon beendet. In nicht einmal 4 Minuten 28 hat der junge Mann 5678 Damage gemacht, 1097 geblockt und sich den Krieger geholt mit 1775 Baserfahrung. Also, da kann man wirklich nichts anderes sagen als unfassbar effizient und in der Zeit mal den Schaden so gut es geht rausgepratzt. Tödliches Duo trifft es, glaube ich, ganz gut. Mir hat es gefallen. Waffenbrüder in der Haus. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.